Eure letzte Vorstellung ist jetzt schon eine Weile her. Im Mai 2002 war sie. Ist das damals auch ein Abschied mit Wehmut gewesen? Ja, das kann man schon sagen. Oder? Wenn man das letzte Mal auf einer Bühne steht, ist das schon mit Wehmut verbunden. Ja, für mich war es ja auch noch ein Abschied aus dem Limmental. Oder? Also, du bist zügelt nachher. Ich will sagen, es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man weiss, dass nach so vielen Jahren, nach 48 Jahren, der Vorhang jetzt das letzte Mal zugegangen ist. Also, das ist etwas Besonderes. Ja. Und wie ist es jetzt? Vermissen der Bühne und den Applaus ab und zu noch ein bisschen? Nein, ich nicht. Nein, ich habe noch einen kleinen Ersatz mit den Lesungen, die ich mache. Ich kann auf die Bühne zurück. Nein. Wir leben ja in einem Zeitalter der Comebacks. Also alle, die irgendwann einmal ein Erfolg hatten, kommen wieder zurück, probieren noch einmal anzuschliessen. Werden wir euch drei auch noch mal erleben, gemeinsam auf der Bühne? Ja, sicher nicht. Nein. Dann hätten wir müssen mit 40 aufhören, dass wir hätten können mit 50 ein Comeback machen können. Wir haben es lang gespielt. Umso schöner ist, dass wir heute Abend zurückschauen können. Danke vielmals, ich habe den Abend schon ein paar genossen mit euch. Wir danken. Ja, und jetzt haben wir uns doch eins zu trinken verdient, oder? Gehen wir eins ziehen? Haben wir eine Stammbeiz irgendwo da in der Nähe? Nein, aber wir wissen schon, wo es etwas gibt. Okay, also gehen wir. Okay. Also. Wegen dem Toronto.